Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer. Hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. So, heute auf dem Plan steht erstmal einen Kaffee holen. Ja, ansonsten steht eigentlich gar nichts weiter an. Vielleicht bekommen wir noch Einsätze rein, vielleicht aber auch nicht. Nicht? So wie ich das immer so schön sage in meinen Videos. Nee, also, wir werden jetzt erstmal hochgehen, ganz kurz in mein Bürochen, da ganz entspannt erstmal ein Käffchen kaufen oder holen. Habe ich gerade kaufen gesagt? Den nehme ich immer gratis. Also das war noch nie irgendwie, dass hier ein Kaffee Geld kostet. Also der Kaffee kostet eigentlich nur Geld, wenn sich Leute einfach nur richtig bescheuert anstellen oder zum Beispiel neue sind. Dann kosten die Kaffee hier durchaus ein bisschen Geld. Nehmen wir erstmal einen Kaffee Crema, noch ein bisschen Milch und Zucker nehme ich auch noch. Ein Wasser brauche ich nicht. Wer will denn schon Wasser haben? Ich muss wach werden. ich will wach werden und dann brauche ich kein Wasser dafür. Hier ist immer noch der Pooltisch. Das sieht aus wie Sau hier. Hier wurde immer noch nicht aufgeräumt. Das ist schon wirklich gefühlt so ein Jahr oder so, wo das jetzt hier so rumsteht. Also hier passiert wirklich gar nichts. Finde ich aber richtig knorke, dass der Fernseher wirklich hier 24/7 läuft. Natürlich mit meinem wunderschönen YouTube-Kanal, mit meinen alten Kanalbanner und mit meinem alten YouTube-Kanalbild. Finde ich gut. Wirklich, ich finde das richtig, richtig durchaus mega, was man hier so machen kann im Spiel. Das ist einfach nur eine richtig schöne Geste hier. Hier tut sich auch gar nichts mehr. Hier sehe ich aber, dass mein Kanal abonniert wurde. Ich weiß gar nicht, wer hier angemeldet ist. Da steht irgendwie bloß P, glaube ich, oben rechts. Oder ein F. Ich glaube, das ist ein P. Wir einigen uns auf ein P. Auf jeden Fall abonniert ist. Glocke ist aktiviert. Ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Wenn ihr die Glocke hier nicht aktiviert, dann verpasst ihr leider alle Videos. Das ist YouTube 2020. Daran muss man auf jeden Fall denken. So, dann schießen wir mal los, würde ich sagen. Ne? Wir fahren erstmal rüber zum Shop. Da, liebe Freunde, gibt es eine neue Info. Nee, das hört sich komisch an. Da gibt es etwas Neues für die Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Was das ist, liebe Freunde, das erfahrt ihr sicherlich gleich. Denn hier fehlt ein Fahrzeug. Ein HLF fehlt, mein Lieblingsauto, was ich früher so oft benutzt habe in Wassel und so weiter. Das wurde ausrangiert. Es muss was Neues her. Ein neues Fahrzeug trifft ein. In Kürze, das Fahrzeug werden wir jetzt erstmal gleich abholen. Und ich werde jetzt erstmal rüberfahren zum Shop hier in Schönefeld und dann schauen wir uns das mal genauer an. Erstmal alles zumachen. Das Tor lassen wir gleich offen. Da müssen wir sowieso gleich wieder rein. Also, das lassen wir so. Okay, fahren wir mal rüber, würde ich sagen. Mit dem Cardio-W, mit meinem privaten Auto hier von der Berufsfeuerwehr. Mit dem Auto macht sie das wirklich am besten. Das ist halt ein schönes, spritsparendes Auto. Das macht immer wieder Spaß. Oh, was war denn das? Mensch, mach doch mal die Hecke weg hier. Oder den Busch oder was auch immer das sein soll. Ist irgendwie so eine Art Busch oder Baum, wie auch immer. Oh Gott, das fängt ja gut an hier, Mensch. Da will man schon ganz in Ordnung fahren und oder ordentlich fahren und dann aber bleibt man da irgendwie hängen. Sachen gibt's hier in Schönefeld. Hier ist was los, Mensch. So. Ich glaube, ihr habt schon gesehen, um was es jetzt hier gehen wird. Das ist kein neues Fahrzeug, das ist ein altbekanntes, kann man so sagen. Das ist das wunderschöne Fahrzeug, was ich bisher, ich glaube, auch in Wassel schon hatte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das erst danach kam oder davor oder mitten im Projekt. Das ist der Varus. So ein schönes Auto mit dem Premium Paule Logo drauf. Finde ich richtig knorke. Also ich liebe wirklich, muss ich mal ehrlich sagen, Fahrzeuge, wo meine Logos drauf sind. Schriftzug von meinem YouTube-Kanal. Ich mag das, I love it. Das ist einfach nur richtig, richtig Bombe. Hinten steht auch nochmal Premium Crew drauf. Das sind aber noch alles noch die älteren Logos. Das weiß ich noch. Die hatte ich früher so ganz schnell mal erstellt, hab da meinen Namen reingeschrieben und dachte mir so, das kommt vielleicht gut an. Ist es auch zum Teil, aber das sind jetzt auch nicht die besten Logos, aber für das Fahrzeug passt das auf jeden Fall richtig gut. Das sieht richtig herrlich aus. Das Fahrzeug wird erstmal hier ab sofort in die Berufsfeuerwehr reingestellt. Der MAN Varus haben wir außerdem auch in verschiedenen Ausführungen. Dieses Fahrzeug hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wartet mal, vielleicht sehe ich das hier.
Hier haben wir erstmal das wunderbare Fahrzeug. Wir haben da verschiedene Blaulichtmöglichkeiten. Genau das ist das Einzige, was man ändern kann bei diesem Varus. Einmal die Nova LED, DBS 975 Mini, Zircon LED, Nova LED und das war es eigentlich schon. Das ist meine Ausführung. Ich habe die Mini DBS, finde ich immer richtig cool. Das sieht so modern aus, so schön hell leuchtend. Das gefällt mir richtig gut. Unter anderem haben wir 200 PS, das ist Wahnsinn. Okay, das Auto wiegt jetzt auch nicht gerade so wenig. Hat einen 120-Liter-Tank, ist, glaube ich, fast normal für einen LKW. Und 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Ansonsten, ja, Gesamtpreis 350.000, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ansonsten, das Fahrzeug, ihr kennt es sicherlich. Das sollte auch früher mal zum Download kommen, aber es gab da wieder so einen kleinen Haken, ne? Immer in der Modding-Szene. Das ist immer so ganz beliebt, dieses eine Thema. Nämlich, alle Leute wollen das haben. Der Obenbauer vom Blue Light Modding Team hat das Fahrzeug dann erstellt, hat das alles so angepasst mit meinem Premium Crew Logos drauf und der meinte dann, ich stelle das da und da zum Download. So, in der Zwischenzeit war es so, da haben anscheinend 100 gefühlte Leute ihn angeschrieben, angetextet, zugespammt, wann kommt das Auto, ich möchte das Auto haben und später in den nächsten Tagen hat er sich dann dazu entschlossen, das Fahrzeug nicht mehr zu veröffentlichen. Ist verständlich, ich verstehe es. Auf jeden Fall, das Fahrzeug war früher das Premium-Mobil, das Premium-Crew-Mobil, also das Community-Auto für meinen YouTube-Kanal hier im LS17. Aber leider hat es nicht mal funktioniert, es ist nicht mal zum Download erschienen, finde ich wirklich sehr schade, weil ich es einfach feiere, mit euch zusammen ein Premium-Crew-Auto zu haben, damit Einsätze zu fahren auf Multiplayer. Aber dazu wird es ja erstmal nicht mehr kommen. Wenn man zum Beispiel LS19 sieht, auf dem RP-Server, der letztes Mal stattgefunden hat, da muss man dazu auch mal sagen, ja, es könnte besser laufen, klar. Aber ich glaube, zusammen mit der Community ist der Landwirtschaftssimulator, wenn man wirklich etwas mit Blaulichtmods macht, ist es nicht so geeignet. Da muss man schon ausgewählte Leute haben, die auch wirklich das machen, was man sagt. Und dass es auch alles glatt läuft. So, ich will mich jetzt auch gar nicht weiter irgendwie äußern. Nochmal zum LS19. Das hatte ich ja erst in einem Video, was ich vor kurzem hochgeladen habe. Also schaut euch das nochmal an. Da habe ich alles nochmal angesprochen und alle Themen besprochen und so weiter. Genau. So, aber jetzt sind wir erstmal im LS17. Wir haben einen neuen Einsatz. Ich speichere mal ganz kurz das Spiel und jetzt geht es erstmal los. Wir haben erstmal einen ganz normalen Hilfeleistungseinsatz. Ein Baum ist über die Straße gekippt. Oder auf die Straße, kippt er gesagt. Ihr werdet das gleich sehen, was genau da jetzt eigentlich abgeht. Und passend dazu rückt jetzt erstmal unser Löschgruppenfahrzeug aus, beziehungsweise Schrägstrich Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Also das ist sozusagen ein Arounder hier für die Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Ich werde damit sozusagen zwei Fahrzeugtypen kombinieren und damit dann halt zu verschiedenen Einsätzen fahren. Weil die anderen Fahrzeuge, die ich hier besitze, das leider nicht gegeben haben. Eine Drehleiter ist schlecht. Ein TLF, ja, hat viel Wasser. Hat auch manche Sachen drin, die hilfreich sind, gerade für solche Einsätze, die ich jetzt gleich habe. Ansonsten RTW. Was willst du mit einem RTW beim Hilfeleistungseinsatz? Nur wenn eine Person vielleicht verletzt ist oder so, ganz, ganz einfach. Und ein ELW, ja gut, das ist auch kein Ersatz für ein HLF. Könnte man vielleicht probieren. Da müsste man aber hinten, denke ich mal, alle Sitze raushauen, da einfach alles reinhauen, die ganzen Feuerwehrsachen, das ganze Equipment. Aber nein, das funktioniert, glaube ich, nicht so einfach. So, liebe Freunde, es geht auf die... Okay, ins Dorf geht's. Ich dachte, es geht weiter weg oder so. Nö. Ach so. Das geht jetzt mitten in Schönefeld. Das ist ja gleich um die Ecke. Da liegt anscheinend ein Baum auf der Straße. Wir schauen uns das einfach an, wisst ihr was? Und dann werden wir ja sicherlich hier gleich weitere Sachen erfahren. Was ich auch richtig cool finde, bevor ich jetzt hier losstarte, das hier. Das ist schon herrlich. Wenn man das Martinshorn so als DJ-Pult benutzen kann. Das ist schon echt, echt cool. So, wir müssen erstmal in die richtige Straße. Hier ist 30, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig bin. Ob ich richtig bin, sehe ich bestimmt, wenn das Licht angeht. Hier mag anscheinend niemand die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Es gibt hier zwei Straßen, die gleiche Namen haben. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Ich probiere es erstmal hier links. Ob ich jetzt richtig bin, weiß ich nicht. Aber, ach, guck mal, doch. Hier liegt doch ein Baum. Ah, guck mal, da liegt ein Baum. Ist aber ein ganz schöner, großer Baum, ne? Also, ein kleines Bäumchen liegt hier über die Straße.
Wartet mal. Was ist denn da so gelb? Ich dachte, das ist wie so, so eine Biene oder so. Oh, ach du meine Güte. Scheiße. Hallo? Oh, da ist die Kettensäge drin. Können Sie mich hören? Hier ist die Feuerwehr. Hallo? Oh, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, der wurde hier vollkommen vom Baum getroffen gerade. Das gibt's ja nicht. Das ist ja volle Möhre hier auf die Straße gekippt. Okay, also die Kettensäge hatte ich schon mal in der Hand. Das ist schon mal gut. Was jetzt vielleicht noch wichtig wäre, ich habe es gerade angesprochen, ein RTW. Nicht als HLF-Ersatz, nein. Der RTW ist heute ein RTW und wird ganz normal als Unterstützung angesehen. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, die verletzte Person zu helfen. Die ist auch nicht ansprechbar. Man hat leider nichts weiter gehört. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das ist natürlich auch nicht so schön. Vom Baum erschlagen. Alter Vater. Der hat auch ganz schön starke Kopfverletzungen. Der blutet hier gerade förmlich. Aus allen Rohren. So. Dann stell ich mich erstmal hier auf irgendwie. So, damit wir jetzt erstmal uns gut platzieren können und damit wir auch gut da hinten hinkommen. Ich will jetzt auch ungern jetzt richtig durchfahren. Ansonsten blockieren wir alles, weil die Kameraden müssen auch erstmal hier probieren, den Baum erfolgreich zu entfernen. Ich weiß gar nicht, wie gehen wir jetzt am besten ran. Wisst ihr was? Ich hole mal ganz kurz. Ich switch mal rüber zum ELW. Der ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich sperre mal mit diesem Auto die andere Seite ab. Also sprich, damit wir sozusagen auch die andere Seite gesichert haben. Weil ich finde das überhaupt gar nicht gut, wenn da jetzt ein Baum mitten über die Straße liegt und da auf der anderen Seite dann auch Leute angefahren kommen und die den vielleicht übersehen oder so. Oder vielleicht gerade aufs Handy schauen oder so. Solche Leute gibt es ja hier. Und dann brettern sie höchstwahrscheinlich da auch noch rein. Das wäre natürlich nie so schön. So, dann muss ich jetzt einfach einmal weiter und dann müsste es hier eigentlich irgendwie links reingehen. Ich glaube, wir müssen einmal richtig durchfahren. Genau, bis hinten zum Hügel, da geht es einmal hoch zum Unterstand und dann müsste ich jetzt eigentlich theoretisch richtig sein. Ach, guck mal, doch, da kommt doch der Weg. So, rechts kommt nichts. Oh, was haben wir denn hier? Och, Leute, was ist denn hier los? Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? Also, ach, da darfst du ja sowieso nicht reinfahren. Okay, verstehe. Das war jetzt mein Fehler, habe ich jetzt nicht rechtzeitig gesehen. Ich sehe gerade nur auf der linken Seite, dass wir hier gerade einen Containerbrand haben. Hier brennt ein gelber Sack, eine gelbe Sacktonne, nenne ich das einfach mal. Also da, wo die gelben Säcke reinkommen. Also eine Tonne steht hier in Brand und das ist nicht schön. Ich wollte eigentlich gerade die Straße hier so ein bisschen abriegeln. So, hier ist ein Baum, der auf die Straße liegt. Es wurde eine Person sehr schwer verletzt. Oh, meine Güte, jetzt geht's ja ab hier. Ich dachte, das ist der einzige Einsatz. Das war jetzt nur Zufall, der wurde uns doch gar nicht gemeldet. So, auf jeden Fall sind wir erstmal alle auf Status 4 gegangen. Alle Einsatzkräfte hier am Einsatzort. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Die ist ja komplett schon runtergebrannt. Das muss anscheinend schon so ein Weiche brennen. Ey Leute, ey, das war Zufall jetzt. Also, ey, stellt euch mal vor, das wäre jetzt irgendwie eine halbe Stunde später reingekommen, dass wir jetzt da einen Müllcontainerbrand haben oder so. Also ich glaube, da wäre dann irgendwie das naheliegende Haus abgebrannt. Das ist sehr heftig, ey. Meine Herren, was ist hier los? So, das nützt dir jetzt alles nichts. Wir rücken jetzt auch noch aus mit unseren TLF. Am liebsten würde ich jetzt den gesamten Löschzug hierher ordern. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht nötig sein. Denn eigentlich ist der Brand jetzt nicht so fortgeschritten, damit man jetzt sagen könnte, hier könnte man jetzt irgendwie noch einen Großeinsatz stattfinden lassen. Ich dachte nämlich erst, der Brand sieht schon größer aus. Also ich dachte so von Weitem, okay, da brennt es. Und der sah von Weitem auch schon so aus, als ob der Brand schon richtig fortgeschritten ist. Aber eigentlich war das jetzt nur die Tonne. Und hätte ich da jetzt nicht hingeguckt, ich wäre einfach vorbeigefahren. Ey, das hätte ja gar keiner mitgekriegt. Weil in diesem Haus wohnt, glaube ich, gar keiner mehr. Das Haus steht schon lange, sehr viele Jahre leer. Und hier sind anscheinend niemand da. Also keine Leute wohnen hier gerade irgendwie. Also die sind anscheinend irgendwie arbeiten oder so, ist ja klar. Ist mitten in der Woche, ist Arbeitszeit.
Und hier brennt es einfach. Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier los? So, nee, wisst ihr was? Den Wasserwerfer lassen wir einfach mal so auf den Fahrzeug. Den werde ich jetzt gar nicht weiter bedienen oder so. Ich sperre jetzt erstmal die Straße ab, bevor ich das jetzt hier komplett vergesse oder so. Ich kenne mich, ja. Also ich arbeite meine Einsätze ab und sperre gar nicht die Straße irgendwie ab. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie sinnvoll. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann bräuchte ich jetzt bloß noch die passenden Objekte dafür. Also irgendwie muss ich da immer wieder suchen. Das Richtige, was ich dafür brauche, ist meistens immer ganz in der Nähe, wo ich mich gerade aufhalte, in meinem Mod-Ordner oder beziehungsweise hier im Alice-Shop. So, meistens ist das ganz, ganz einfach zu finden, aber nicht immer. So, guck mal. So, abgesperrt, wunderbar. Hier können wir auch noch ein bisschen zumachen. Ich weiß, das ist bloß Flatterband, ist jetzt kein richtiges Material, um Straßen abzusichern oder abzusperren. Weil stellt euch mal vor, guck mal, hier von oben siehst du jetzt nur das weiße Schild mit dem roten Dreieck. Wenn du von da hinten angebrettert kommst, angebrettert, okay, mit 30 km/h, schneller sollte man hier nicht fahren. Ich glaube, man übersieht das. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht dabei ist, so wie ich gerade, ich habe gerade aus Zufallbus nach links geschaut und habe gesehen, dass es da brennt. Also ich würde da voll reinfahren. Also ich auf jeden Fall, ne? Ich bin ja so ein Typ so. Ich halte mich ja ungern irgendwie an die Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Aber das muss natürlich auch sein. So, jetzt haben wir erstmal zwei Einsätze, die wir hier abarbeiten müssen. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, weil es einfach unnormal ist. Zwei auf einmal. So, der eine Einsatz ist klar, der war logisch. Also davon wussten wir Bescheid, aber von anderen halt nicht. Dass hier so ein Zufall dann entsteht und wir den auch zufällig so sehen, das ist schon echt ganz schön verrückt, was hier abgeht. Die Kameraden stehen erstmal bereit hier, der Sicherungstrupp. Hier die Kameraden sind hier schon dabei, hier diesen Baum in kleine Stücke zu schneiden. Wunderbar. Dann bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch, wartet mal. Wo haben wir sie denn? Ich bin, glaube ich, gerade viel zu schnell vorbeigegangen. Die Polizei, genau. Die ist ganz, ganz wichtig, damit wir hier das komplett einmal abriegeln können. Stellen wir die auch noch mit dahin. Hier auf die andere Seite kann auch noch einer hin. Ach nee, wisst ihr was? Stellen wir einfach davor. Da stört eigentlich das Fahrzeug niemanden. Und ansonsten haben wir erstmal alles. Ich bräuchte bloß noch, wartet mal, hier um diesen Brand hier zu bekämpfen. So eine Art Tragkraftspritze, ja? Die Fahrzeuge haben sowas drauf. Also alle Fahrzeuge sogar haben eine TS drauf. Das ist nicht nach Norm. Die haben wir alle zusätzlich hinzugefügt. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt aus dem TLF hier, ne, da ist eigentlich eine Feuerlöschkreisepumpe drin, dass ich jetzt irgendwie eine TS raushole. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Ja, also bei mir ist das so hier. Also bitte nicht wundern, das ist ganz normal bei uns. Ich hätte ansonsten kein Strahrohr, ne? Nur dass ihr mal Bescheid wisst. So. Boah, hier ist aber ganz schön viel Rasen schon abgebrannt. Meine Herren. Ich reg mich schon mal viel zu viel auf. Ich merke das schon wieder. Ich wollte gerade so viel sagen. Hätte ich das nicht rechtzeitig mitbekommen, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich glaube, das wäre hier so schief gegangen. Das wäre hier so nach und nach alles abgebrannt. Und mitten auch das Haus oder die Häuser, verschiedene Bäume, die hier rumstehen. Ach komm, Leute. Wir müssen erstmal rüber zu den Kameraden, zum Halef, -Elef. Diesen Baum hier jetzt erstmal entfernen. Und die Person, wartet mal ganz kurz, die ist aktuell schon im RTW. Ich muss sie mal kurz verkaufen. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Ich verkaufe die verletzte Person, die auf dem Boden liegt. Schön. So, nee, wartet mal. Wir machen das mal ein bisschen besser hier. So, Kettensäge haben wir. Dann heißt es jetzt eigentlich nur noch feuerfrei. Der Paule kommt. Achtung, ich schwenk aus mit der Kettensäge. So, jetzt muss ich bloß noch einen geeigneten Platz finden. Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu schräg, aber der Baum müsste eigentlich auch so, wartet mal, durchgesägt werden. Nee, siehst du? Ich habe mir das schon gedacht eben. Ich wollte gerade nochmal absetzen. Das funktioniert dann so doch nicht. Ach, diese Einsätze. Die fordern eigentlich alles schon so, was man sonst immer braucht. Also sehr viel Kraft braucht man natürlich, Durchhaltevermögen. Auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Mut, ne? Also, was ich hier so manchmal für Zirkuskünste an den Tag lege, das schafft man nicht auch. Das schafft man auch nicht jeden Tag. Oder beziehungsweise bei jedem Einsatz. Ja, und dann außerdem, man muss auch abkönnen, hier zum Beispiel verletzte Personen zu sehen. Also, das ist auch natürlich nicht alltäglich.
Jetzt bin ich auf dem Dach, Mensch. Huch. Nee. Also, nicht mit mir hier. Das ist jetzt auch nicht meins. Das ist ja cool. Guck mal. Ich habe hier so eine Art, was soll das sein? Ein Stock, Leiter, wie auch immer. Habe ich hier gerade gebaut. Sieht gut aus. So. Objekt zu schwer. Im LS19 hätte ich das locker fluffig wegheben können. Da hätte ich alle Fahrzeuge zusammen anheben können und wegschmeißen. Hier funktioniert das nicht. Das hat auch einen guten Grund. Ich wollte jetzt nicht so minimal schneiden wie möglich. Es gibt ja einen Grund, dass die Forstwirtschaft das abholt gleich demnächst. Das wird gleich passieren und dann ist der Einsatz hiermit abgeschlossen. Also diese Beineinsätze, das ist Wahnsinn. Wo gibt's denn sowas? Was ist das für ein Zufall? Ich komme gar nicht drauf klar irgendwie. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, beide Einsätze wurden erfolgreich abgeschlossen. Das wurde auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wir sind auch sehr flink gewesen, haben das rechtzeitig hinbekommen, haben wirklich das Schlimmste verhindert. Zu der verletzten Person, sie ist zu sich gekommen im RTW, ist jetzt auf den guten Weg zur Besserung und befindet sich aktuell jetzt auch schon im Krankenhaus und wird dort jetzt noch operiert. Der hat anscheinend auch eine gebrochene Rippe abbekommen, also das war es dann auch schon. Ansonsten, wie gesagt, hat er auch eine schwere Kopfverletzung erlitten. Das wurde jetzt alles genäht und wie gesagt, dann wird er bloß noch operiert und dann ist das auch erledigt. Also da haben wirklich alle nochmal Glück im Unglück gehabt, muss ich mal so sagen. Gerade diese Straße hier, ne? Das kleine Dorf hier in Schönefeld, das hat alles noch richtig gut funktioniert. Ein Glück, waren wir wieder rechtzeitig vor Ort, konnten die Bevölkerung schützen bzw. auch retten. Das freut mich, liebe Freunde. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen bzw. gefreut, dass es wieder ein neues Video zu sehen gab auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet, abonniert mich an dieser Stelle, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in der nächsten Folge. Jo, bleibt gesund, gerade in dieser Corona-Zeit, sehr, sehr schwierig alles. Und genau, bleibt so, wie ihr seid. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.